Heute mit diesen Themen: Umfrage zur Bundestagswahl. Wissen die Leute in Hannover schon, was sie am Sonntag wählen? Und Stand der Dinge: Wir haben mit der Bürgerinitiative Wasserstadt Limmer einen Rundgang über das alte Conti-Gelände gemacht. Und damit begrüße ich Sie zur Wochenendausgabe von 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Am Sonntag ist Bundestagswahl. Umfragen zufolge sind viele Wählerinnen und Wähler aber noch unentschlossen, bei welcher Partei sie ihr Kreuzchen machen. Wie sieht es bei den Leuten in Hannover aus? Wir haben in der Innenstadt nachgefragt. Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz. Diese drei möchten Angela Merkel beerben. Doch wer soll denn nun eigentlich ins Kanzleramt einziehen? Ich frage nach. Ich denke mal, auch als Älterer würde ich sagen, es müsste was Neues dran kommen. Also weder die SPD noch die CDU sollte den nächsten Kanzler stellen. Ohne jetzt Anhänger der Grünen zu sein, würde ich sagen, Frau Baerbock sollte das also ruhig machen, dass wir also etwas Neues bekommen. Gerade für Sie, also auch als Fragender, als junger Mann. Ich mag Baerbock. Ich mag es, dass sie eine Frau ist. Ich mag es, dass sie jung ist. Und ich habe einfach das Gefühl, dass sie meine Interessen am ehesten im Vergleich zu Scholz und Laschet vertreten könnte. Herr Scholz, weil er das ausstrahlt, was wir am nötigsten haben im Moment. Und das kann er. Ob er es nachher gut macht, weiß man nicht. Aber er hat auch Erfahrung. Und die anderen, die quatschen zu viel Zeug und das gefällt mir nicht. Ich würde mir wünschen, dass Armin Laschet ins Kanzleramt einzieht. Ich glaube, dass er, wenn man alle Argumente mal zusammen dann rechnet, was CDU und CSU an Programm haben, auch an Inhalten für die Zukunft sich vorgenommen haben, dann glaube ich, dass er der Bessere wäre. Annalena Baerbock. Ich habe auch persönlich Grüne gewählt, weil ich finde, dass es an der Zeit ist für eine Veränderung und weil ich finde, dass Frau Baerbock da die Kompetenzen für hat und nicht immer so alter weißer Mann ist jetzt für mich oder für mich als junger Mensch jetzt nicht wirklich repräsentativ, sondern eher eine etwas jüngere Frau, fühle ich mich eher repräsentiert als jetzt von Herrn Scholz oder von Herrn Laschet zum Beispiel. Also ich fände Annalena Baerbock oder Olaf Scholz ganz gut und die CDU fände ich eher so, ja, das würde auf der Stelle wieder rumtreten, deswegen fände ich SPD oder Grüne ganz gut, ja. Ich denke, dass keiner der Kandidaten oder Kandidatinnen perfekt geeignet ist, aber ich könnte mir entweder Olaf Scholz oder Annalena Baerbock vorstellen, dass die das gut machen würden. Laschet sollte einziehen, weil er die Grünen grün sein lässt und die Schwarzen sind auch eine ökologische Partei geworden. Und er ist nicht einer, der den Führer rausgibt, sondern der lässt die Menschen, die Minister auch, Minister sein und auch ihre Werte darstellen. Das ist das, was ich gut finde. Am besten Olaf Scholz, damit quasi der Mindestlohn für alle steigt. Und 10 Millionen Bürger sind, glaube ich, überzeugend genug, oder? Wer dann tatsächlich ins Kanzleramt einzieht, entscheidet sich am Sonntag. Und entscheiden tun Sie. Also gehen Sie wählen und machen Sie den Unterschied. Und es geht weiter mit unserem Nachrichtenüberblick. In der Ratssitzung am Donnerstag hat Oberbürgermeister Bellet Onay repräsentative VertreterInnen und langjährige Ratsmitglieder geehrt. BürgermeisterInnen Thomas Herrmann, Regine Kamarek und Klaus-Dieter Scholz wurde für ihr langjähriges Engagement und ihren besonderen Einsatz in der Corona-Pandemie gedankt. Kamarek und Scholz verabschieden sich aus ihrem Amt. Oberbürgermeister Bellet Onay verlieh außerdem 5 Ehrenringe mit dem hannoverschen Stadtwappen. Diesen bekommen Ratsmitglieder, die dem Rat für mindestens 3 Wahlperioden, also 15 Jahre, angehört haben. Ausgezeichnet für ihre langjährige Ratsarbeit wurden Marc-Erik Bindert, Jens Böning, Jens-Michael Immelmann, Regine Kamarek und Angelina Pluskotta. Am Donnerstag haben sich die RegionspräsidentschaftskandidatInnen Christine Karasch und Steffen Krach einem letzten Duell vor der Stichwahl gestellt. In der Kommunalwahl am 12. September hatte keiner der beiden KandidatInnen die absolute Mehrheit erzielt. Krach hatte 37% der Stimmen erzielt, Karasch lag mit 29%, 8 Prozentpunkte dahinter.
Also, dass es ein Zwischenergebnis vor der Stichwahl gibt, das sich unterscheidet, ist nicht unüblich. Wenn man hinschaut, es gibt sehr, sehr viele Fälle, dann dreht es sich nochmal. Man holt auf, weil einfach eine andere Wahlbeteiligung da ist, die Anzahl der Kandidaten sich verringert, die Positionen nochmal klarer werden und viele Menschen erst sehr spät auch tatsächlich ihre Wahlentscheidung treffen, nämlich tatsächlich kurz vor der Stichwahl. Also da geht noch was und das werden wir dann am Sonntag sehen. Das Duell, eine Kooperation von Radio 21 und H1, wird am Samstag, den 25. September um 20.15 Uhr bei H1 ausgestrahlt. Am Sonntag, den 26. September, können Sie dann mitentscheiden, wer neue Regionspräsidentin oder Regionspräsident wird. 30 Millionen Euro, so viel zahlt der Bund der Region Hannover, um den Nahverkehr weiter auszubauen. Über 100 Städte hatten sich um den Zuschuss für Klimaschutzprojekte beworben. Hannover ist nun eine von 12 Kommunen, die ausgewählt wurden. Was die Region mit dem Geld macht und was Fahrgäste davon haben, das bespreche ich jetzt mit dem Verkehrsdezernenten der Region Hannover, Ulf Bürger-Franz. Herr Franz, haben Sie mit dem Zuschuss vom Bund eigentlich gerechnet? Nein, haben wir nicht. Ganz ehrlich, wir wussten, dass sich nahezu jede Region in Deutschland bewirbt um diese Mittel, um diese Förderung. Und uns war auch klar, dass in erster Linie dort Regionen drankommen im ländlichen Raum, die einen relativ schwach ausgeprägten ÖPNV haben, dass man aber sicherlich ein oder zwei Großstadtregionen auch nehmen wird, die dafür eine sehr hohe Förderung bekommen. Dass wir das nun gerade sind, damit haben wir exakt nicht gerechnet und sind natürlich umso erfreut. Ein Schwerpunkt im Ausbau des Nahverkehrs, was geplant ist, ist ja der Fahrdienst Sprinti im Umland. Was wird sich da ändern? Ja, es ist ja so, dass wir in drei Kommunen zurzeit einen Piloten haben, in der Wedemark, in Seenot, in Springe, wo wir mit On-Demand eben experimentieren. Das bedeutet, dass in erster Linie von den S-Bahn-Haltepunkten halt auch ein Zubringer mit Kleinbussen erfolgt und auf diese Art und Weise die bisherigen Busverkehre, die ja zum Beispiel am Sonntag dann nur alle 2 Stunden zum Teil auf manchen Linien fahren, eben ergänzt werden, teilweise auch ersetzt werden durch diese On-Demand-Dienste, die in der Regel innerhalb der nächsten Viertelstunde soll ein Fahrtangebot zur Verfügung stehen, wenn denn kein großer Bus eben auch vorhanden ist, gerade der fährt in nächster Zeit und das zum ÖPNV-Preis. Und das ist bundesweit so in dieser Form eben einmalig. Interessant ist auch eine neue Fahrkarte, die Hannover Card 50. Was ist das? Das ist so eine Art Bahnkarte, die wir uns überlegt haben, dass im Augenblick innerhalb des Nahverkehrs in Deutschland die Überlegung, wie wir die Menschen erreichen, die eben keine Monatskarte haben, die vielleicht sogar eine Monatskarte mal hatten, aber sagen, ja, so mit Homeoffice, da habe ich dann eben nur noch 2 Tage vielleicht die Woche, wo ich fahre. Oder auch bei gutem Wetter fahre ich sowieso Fahrrad. Und diese Zielgruppe wollen wir erreichen, die eben nicht in der Monatskarte ist. Und für die wollen wir so eine Art Bahncard 50 schaffen, die Hannover Card 50. Das heißt, für einen Preis, wahrscheinlich 10 Euro im Monat, kann ich mir so eine Karte holen. Und dann kann ich ganz normal Fahrscheine einfach zum halben Preis erwerben. Und das heißt, es lohnt sich dann für mich entsprechend auch ein bisschen öfter zu fahren. Und ich habe nochmal eine Rabattierung. Und ich glaube, das wird auch ein Instrument sein, was sehr spannend ist und was auch viele Menschen vielleicht ein bisschen näher an den Nahverkehr heranführt, den einen oder anderen vielleicht dann auch dazu animiert, dann doch vielleicht auch noch ein richtiges Abo und eine richtige Monatskarte zu erwerben. Also eine neue Fahrkarte und Veränderungen beim Fahrdienst Sprinti. Was ist noch weiteres geplant? Was ist noch weiter geplant mit dem Geld vom Bund? Ja, wir haben eine ganze Reihe von kleineren Projekten auch. Dazu gehört unter anderem, dass wir sehr stark nochmal einen Digitalisierungsschub vorantreiben möchten. Das bedeutet eben, dass wir die Park-and-Ride-Plätze in der Region Hannover soweit digitalisieren, dass man sehen kann, wo eben freie Parkplätze sind. Und das soll man dann auf der GVH-App eben auch sehen können, wie viel Parkplätze sind und eben auch entsprechend dorthin geleitet werden, sodass wir Menschen eben auch einfach noch einfacher zum Umsteigen animieren. Und dazu gehören eben weitere Projekte zu diesem Modellprojekt ÖPNV, eben zum Beispiel auch eine Haltestelle der Zukunft zu konzipieren. Und da möchten wir mit Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeiten, die sagen, wir haben Lust, das im Rahmen einer Werkstatt, eines Reallabors mal auszuprobieren, gemeinsam mit Ingenieurinnen und Ingenieuren mal so eine Haltestelle zu entwickeln, wie wir sie gerne hätten. Und das wollen wir einfach mal ausprobieren, gucken, wie sowas ankommt, wie sowas überhaupt funktioniert. Und das heißt, eine ganze Reihe einzelner Experimente, die wir im Zuge dieser Modellregion auch realisieren möchten. Der Verkehrsdezernent der Region Hannover, Ulf Bürger-Franz, zu den neuesten Plänen im öffentlichen Personennahverkehr. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, tschüss. Auf dem alten Conti-Gelände in Hannover-Limmer entsteht momentan ein neuer Stadtteil. In der Wasserstadt sollen einmal mehr als 4000 Menschen leben. Die städtischen Pläne werden von einer Bürgerinitiative genau beobachtet und die hat sich mit Kritik schon etliche Male zu Wort gemeldet. Wir haben einen Rundgang mit dem Sprecher der Initiative über das Gelände gemacht und uns den neuesten Stand erklären lassen. Also ich werde heute offiziell das erste Mal dieses eingezäunte Baugelände betreten. Ich bin schon ein bisschen gespannt. Ich bin ja bisher immer nur vorbeigefahren. Es ist autorisiert, dass du das machst. Das ist sehr schön. Da freue ich mich auch drauf. Ja, also man sieht hier ja täglich die Häuser wachsen. Jetzt sieht man, was hier gebaut wird, was geplant wurde. Und ich finde, wir können auf der einen Seite stolz auf uns sein, was wir erreicht haben, weil diese Bauanordnung enthält viel von der Bürgerbeteiligung aus der ersten Runde. Wie fühlt sich das eigentlich an, so nach fast 7,5 Jahren Bürgerinitiative? Was sind jetzt aktuell so die Baustellen und gibt es auch mal ein Ende dieser ganzen Arbeit? Also im Moment stecken wir wieder voll in der Bürgerbeteiligung für den zweiten Bauabschnitt und in der Bürgerbeteiligung für den Uferpark. Und in der Bürgerbeteiligung fürs Verkehrskonzept. Ist da mal ein Ende absehbar in dieser Arbeit? Die also ihr macht? So wie ich das sehe, das was alles noch für Diskussionen und Themen anstehen, wird das wahrscheinlich noch mal 7 Jahre dauern, bis wir vielleicht irgendwann nicht mehr die BI so brauchen. Es gab ja auch gleich um die Ausschreibung Konflikte, Stichwort Hochhäuser. Ja. Da war im ersten Entwurf von 13-geschossigen Dominanten die Rede. Die sollten also maximal so hoch sein wie der Unterkante von dem gelben Turmschriftzug. Und das hat natürlich zu sehr viel Unmut geführt. Und als wenn man alle Diskussionen von 2014 nochmal führen muss. Yeah. Da gibt es ja auch Beschlüsse der Ratspolitik, was die Dichte und auch die Geschossigkeit angeht. Es sollten ja auch mehr Wohnungen plötzlich gebaut werden, ne? Ja, also man versucht jetzt, ich glaube auf Betreiben des Eigentümers, diese Ratsbeschlüsse aufzuweichen, nach denen es maximal 1800 Wohnungen in der gesamten Wasserstadt sein sollen. Anderes Thema war ja die letzten Jahre immer, was aus den Fabriken wird, Thema Altgebäude. Was ist denn eigentlich? Also bei dem Thema Altgebäude waren wir doch sehr erfolgreich, weil jetzt steht fest, diese Altgebäude stehen unter Denkmalschutz, das war auch vorher klar, aber sie dürfen nicht aus wirtschaftlichen Gründen abgerissen werden. Darüber sind wir sehr froh und wir streiten jetzt darüber, dass diese Altgebäude auch sinnvoll genutzt werden. Wir stellen uns eine Nutzungsmischung vor, also nicht nur, dass da Parkhäuser und Wohnen reinkommt oder Büros, sondern dass da Freizeit, Kultur, Gastronomie, auch Wohnen, auch Coworking Spaces, also dass da eine Nutzungsmischung drin ist, damit das ein lebendiges Viertel wird, weil die geben nach wie vor der Wasserstadt ihr Gesicht und sind eben einfach von unschätzbarem Wert für dieses Gelände. Und wir haben jetzt noch einen Hinweis. Hannovers Oktoberfest fällt wegen Corona auch in diesem Jahr aus. Aber es gibt Ersatz. Das Herbstvergnügen öffnet bis zum 17. Oktober auf dem Schützenplatz seine Pforten. Es lädt Sie in Fahrgeschäfte und ins Bierzelt ein. Und für das richtige Schützenfestgefühl sorgen natürlich wie immer Zuckerwatte und Lebkuchenherzen. Allerdings lässt das Schützenfest nur geimpfte, genesene oder getestete Menschen ein. Und natürlich gelten die üblichen Hygieneregeln. Das war 0511 am Wochenende. Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.